Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda The Minish Cap. Unsere wundervollen kleinen Spielchen mit Link, dem grün gewandeten Helden, der die Welt wieder einmal retten wird, weil er sonst nichts Besseres zu tun hat. Der kleine Schlawiner. Wir machen uns jetzt auf den Weg in Richtung Westen, denn wir müssen... Ach nein, warte mal, wir sind hier... Ich bin hier falsch. Moment. Wir machen uns immer noch auf den Weg in Richtung Westen. Allerdings müssen wir dafür einen etwas anderen Weg nehmen, glaube ich zumindest. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie genau wir jetzt eigentlich zu dem Friedhof kommen, zu dem wir müssen. Ah, hier kommen wir nicht rüber. Aha. Aber wir können einfach nach unten und dann sind wir trotzdem hier drüben. Okay, dann hätte ich das geklärt. Wir hätten auch wahrscheinlich auf anderem Weg dahin kommen können. Ich glaube ja. Gucken wir mal ganz kurz. Hier sind wir auf den Hochebenen und hier hätten wir... Ja, hier hätten wir easy locker rüberkaufen können. Okay, das war mein Fehler. Egal, wir sind ja gerade hier, deswegen können wir gleich mal in diese wunderschöne Höhle hineingehen. Habe ich mir so gedacht gerade. Gucken mal, ob wir hier wieder so ein schönes Teil zum Fragmenteverein finden. Das sieht nämlich relativ danach aus hier bei dieser Wand. Nein, schade. Okay, schade. Hier kommen wir also doch nicht weiter. Ich hatte es gehofft, aber naja. Man kann halt nicht alles haben, ne? Und hier kommen wir... Ach doch, da kommen wir auch mit. Okay, perfekt. Dann gehen wir doch mal da hinein. Und schauen mal, ob wir zum Tingle kommen. Den möchte ich nämlich natürlich gerne noch zum Fragmenteverein erwischen. Den kleinen Typen. So, haben wir noch ein blaues Fragment, aber wahrscheinlich werden wir sowieso nicht das richtige Fragment für Tingle haben. Das kenne ich doch mittlerweile. Wir kriegen immer wieder Scheißfragment, ist auch kacke. So. Mal gucken. Ah, hier haben wir wieder so eine Wand, habe ich es doch gewusst. Okay. Gucken wir mal. Perfekt. 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 Guck dir einfach mal an, wie viele rote Fragmente wir mittlerweile haben, meine Herren, ey. Na, nächstes Mal ist noch schwieriger, aber wir versuchen es trotzdem. Naja. Hey, ich habe dich gerochen, mein Freund. Dusch mal wieder, du Sau. Was machst du hier? Jungs, Hilfe, lassen Sie mal gemeinsam einreißen. So. Gott, diese Stimme, ne? Klappt immer noch nicht. Wir brauchen noch einen vierten. Aber hey, immerhin. Machen Sie langsam Fortschritte. Und wir haben den Tingle hier. Hi. Möchtest du Fragmente für einen? Uiuiui. Ach, leck's mir doch am Arsch. Immer genau das, was ich brauche, habe ich gerade nicht dabei, oder was? Es ist doch so typisch. It's so fucking typisch. Ja, komm, Arnie, du hast wenigstens das Richtige. Wir haben von allen 50 Milliarden, aber halt von diesen grünen... Da sind wir ausgerechnet mal die grünen Fragmente fehlen würden. Das ist... Hey, hey, immerhin haben wir da jetzt was Schönes gefunden. Sie passen. Yay, sehr gut. Okay, hätten wir das geklärt. Dann machen wir uns jetzt mal wirklich auf den Weg in die Richtung, in die wir auch müssen. Und zwar in Richtung Friedhof. Vorher würde ich ganz gerne... Komm schon. Nee, danke. So. Ab nach Norden jetzt also. Haben schon lange genug hier rumgetrieben und irgendwelche anderen Scheiß gemacht. Wir müssen jetzt auch mal was machen, was wir machen müssen. Habe ich gut gesagt, oder? Auch mal das machen, was wir machen müssen. Sehr schön. Okay. Moment. Hier kommen wir nicht weiter. Okay. Es tut mir leid. Da habe ich mich wieder mal getäuscht. Sie hier irgendwo hinschwimmen oder so ein Scheiß? Ich weiß es nicht. Hä? Was war das? Ach nee. Ach, ich bin auch blöd, ne? Na. Ah. Natürlich, wir müssen die blöden Steine einfach zur Seite schieben. Einfach mal in die Höhle gehen. Aber nein, der Struppi macht sowas nicht. Der Struppi, der läuft die ganze Zeit durch die Gegend und hat keine Ahnung, was er machen soll. Ach Gott, noch eins. Bin generell in letzter Zeit ein bisschen unkonzentriert, beziehungsweise unausgeschlafen relativ häufig. Ich schlafe viel zu wenig irgendwie. In Prüfungszeit hat mein Hirn auch komplett leer zurückgelassen.
Na, Struppi, ziemlich finster, nicht? Ziemlich gruselig, oder? Was, du hast keine Angst? Ich natürlich auch nicht. Gut, gehen wir. Okay, perfekt, ja. Also, wie gesagt, mir fehlt irgendwie in letzter Zeit echt der Schlaf. Und das merke ich gerade wieder mal total. Naja. Also generell, so viel Schwachsinn, ich in letzter Zeit sage, ich weiß nicht, womit meine Konzentration hin ist. Es ist keine Ahnung. Ja, müssen wir mal schauen. Hoffentlich ist es mir wieder besser. Na, eine große Fee. Willkommen am Brunnen der Abenteurer. Darf ich dir eine Frage über den Abenteuer stellen? Natürlich. Die Flammenelement war das erste, das du errungen hast, nicht wahr? Ja. Nein. Ach, so ist das. Na gut, die nächste Frage. Dein Großvater ist Albrecht, nicht? Nein, Alberich. Ach, so ist das. Macht Väter von Gomer 7 Schüler. Also, heißt die Frucht, die man isst, um die Menschen über die Lavabirne? Nein. Ach, so ist das. Gut, nächste Frage. Hat der jetzige König von Hyrule Datus einen weißen Mantel? Nein. Du hast alle meine Fragen zu deinen Abenteuern richtig beantwortet. Deshalb werde ich dir helfen. Yay, großen Feierköche halten. Woo, mögest du erfolgreich sein. Nice, jetzt können wir ganz viele Pfeile schießen. Und zwar 15 Stück. 15 Pfeile, doch der Gage, da werden da ohne Wenn und Aber geschossen und abgeschossen und noch mehr geschossen. Sehr schön. Wir haben mehr Pfeile zur Verfügung. Oh Gott. Ravens auch noch hier, ey. Diese Ravenclaws immer, meine Herren. So, was haben wir hier im Süden? Oh, guck mal, voll gruselig hier. Okay, hier ist eine Abkürzung, glaube ich, zurück. Gehen wir doch lieber in den gruseligen Wald zurück. Ach, das Klischee. Oben. Okay. Scheiße, dass auf dem Schild dann steht, wo wir lang müssen. Links. Oh Gott, ich hatte gerade so eine Angst, dass das Schild kaputt geht. Wie vorher. Okay, das ist total einfach. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Naja, wie am Anfang. Difficultster Dungeon aller Zeiten, sage ich euch. Difficultster rechts. Difficultester Dungeon aller Zeiten. Wie auf dem vorletzten Schild. Naja. Easy peasy, sag ich euch ja. Easy peasy. Ach ja, Kinders, ne? Gibt schon schwierige Rätsel, das hier war keins. Naja. Dafür sind wir jetzt gerade am Friedhof, aber wir kommen nicht durch. Gucken wir mal. Hier ist ein Haus auf dem Friedhof. Der Typ wohnt ja wirklich wundervoll. Der Boris war wieder. Da sehen wir ihn. Na? Ich bin Boris der Totenkrämer. Was? Der Geist ist. Das muss der König von Hyrule aus der fernen Vergangenheit gewesen sein. Ich bin auch vom Tod gegangen. Da er sich gerufen hat, muss ich dich wohl einlassen. Auf den Schlüssel zum Friedhof. Yay! Schlüssel zum Friedhof erhalten. Öffne das Tor zum Friedhof. Cool. Ey! Was zum? Fick dich! Ja, diese Krähe, sie hat den Schlüssel zum Friedhof geklaut. Renn hinterher und hol den Schlüssel zurück. Ja, ich mach doch. Guck mal, der Boris ist schon hinter uns. Vor uns. Da fragt, wie hat er das denn gemacht? Egal, gucken wir mal, wo ist denn die? Ah, da. Haha! Haben wir sie voll erledigt. Du hast den Schlüssel also zurück. Du bist zerräumt, Schluppi. Nun ja, jetzt können wir das Tor zum Friedhof öffnen. Wundervoll. Warum gibt er uns eigentlich die Schlüssel, wenn er es selbst macht? Ich mach das nur auf einfach. Danke, Bro. Na, was haben wir denn hier? Hi, ein Geist. Was treibst du
Das ist ein Friedhof mit echten Gespenstern. Jawohl. Aber mein kleiner Bruder lebt in Stadt Heimul. Da treibt er gerne Schabernack. Wie es ihm wohl, wo er geht. Du willst Fragment für einen? Okay, machen wir das mal. Perfekt. Oh, das klappt doch wundervoll hier. Jetzt weiß ich erst nur, wird das Spiel noch spannender. Haha, ich bin schon so gespannt. Okay, wer bist du? Ja, das ist eines der Minispiele, die wir noch nicht probiert haben, wa? Ich glaube ja. Okay, dann gucken wir mal, wie man, was man halt, also ich meine, ihr kennt es ja, wenn man auf dem Friedhof ist, was versucht man als erstes? Man versucht natürlich als erstes, die Grabsteine beiseite zu schieben. Bei diesem hier hat es sogar geklappt, sehr schön. Und wir kriegen ein weiteres Herzteil. Sehr, sehr schön. Ich glaube, damit haben wir, ja, einen neuen Herzcontainer. Wunderbar. Ja, ja, so langsam sammelt sich hier richtig schön viel Leben an bei uns. Ich meinte, dass wir mit dir irgendwie nochmal Fragmente... Ja, können wir tatsächlich. Wir können mit dir mehrfach Fragmente vereinen. Sehr schön. Machen wir das nächste doch noch, bitte. Mit dem Nack. Wie heißt denn sein Bruder? Bestimmt nicht Schaber. Da ist er übrigens, der Schaber. Warum habe ich bisher nur so viel Schaber nack getrieben? Ich fühle mich erfrischt. Ach so, verdammt. Ah, erwarte mich im Nirvana. Ha, auch nett gesagt. Okay, krass. Damit ist der Bruder... Weil wir Fragmente vereint haben, hat sein Bruder den ewigen Frieden gefunden. Das ist doch auch total schön. Und romantisch und nice und so alles. Wunderschön. Aber irgendwie kommen wir gerade nicht weiter, ne? Uns fehlt irgendwie was, glaube ich. Ach, da oben. Können wir nicht wegschieben? Aha. Ich wusste es doch. Irgendwas muss uns jedoch erwarten und wir haben es gefunden. Stopp. Oh Gott. Oh Gott, Holy... Ach du Scheiße. Okay, so. Da muss ich gerade ganz kurz mal überlegen, wie zum Teufel ich da lang gehen soll, aber da haben wir uns irgendwie Ach du Scheiße. Ja, es ist zwar das Grab des Königs von Hyrule, aber unheimlich ist es trotzdem. Wir müssen mal hingehen, um König Gustav zu treffen. Ich bin gar nicht mehr so sicher, ob ich ihn wirklich treffen möchte. Ja, glaub... Alter, ich habe eine Fackel in der Hand. Wie unfair ist das denn? Ich habe eine scheiß Fackel in der Hand, du blöder Wichser. Ich hab dich weggeburnt. Ja, wir müssen dich von der Seite angreifen, okay. Das habe ich jetzt natürlich, ach komm, nicht bedacht. Aber hey, wir haben es geschafft. Und zwar unter maximalem Verlust unserer Leben. Ich hoffe mal, dass wir hier wirklich richtig sind. Ja, sind wir auf jeden Fall. Ah. Okay, das ist jetzt die richtige Tür. Es ist ganz schön böse hier. Also es ist schon ein geiles Grab, muss man auf jeden Fall mal sagen. Okay, wir brauchen Schlüssel. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Na. Das war natürlich dumm von mir. Doch, komm. Komm. Ah, dieses... Ach, komm, ey. Okay, also wir müssen uns hier wahrscheinlich... Natürlich eigentlich müssen wir uns hier irgendwelche krassen Plattformen betätigen wieder. Irgendwelche Schalter. Okay, das ging ja total. Ich hatte gerade totale Angst irgendwie, dass hier Probleme bereitet werden könnten, aber das war ja jetzt nicht gerade schwer. Okay, perfekt. Da haben wir den ersten Schlüssel. Suchen wir uns den zwar. Ah, Gott, ich glaube, das wird etwas schwieriger.
Okay, ging aber auch. Ging aber auch alles. Easy peasy. Sehr schön. Damit sollten wir, glaube ich, richtig sein. Beziehungsweise nicht mehr weit müssen. Ich weiß es gerade nicht. Oh Gott. An den Raum erinnere ich mich noch. Der ist böse. Also, beziehungsweise die Falle ist einfach echt gemein. Das muss man schon mal sagen. Die ist nicht gerade nett. Und hier erwartet uns natürlich noch ein kleiner, kurzer Miniboss wahrscheinlich. Ach so. Ich hatte jetzt gerade was Schwieriges erwartet. Oh Gott, diese scheiß Lampen, ne? Ah, ekelhaft. Und welche Musik richtig, Leute? Sind wir schon am Ziel? Sehr schön, Triforce-Töpfe. Mal kaputt machen hier. Wunderschön. Haha, seht es euch an. Ich muss echt sagen, dieses Spiel ist unglaublich gut gestaltet und diese ganzen... Also man kann es, wenn man es kennt, kann man es natürlich relativ schnell durchspielen, merkt man ja gerade. Aber einfach wow. Das ist schon wirklich diese ganzen Orte hier auch richtig schön gemacht. Ich liebe es einfach wirklich. Dieses Spiel ist so toll. Ach, Zelda. Ich würde ihm diesmal übrigens nicht, keine Sorge. Dass du versuchst, meine Erben Zelda zu retten. Sei willkommen. Mein Name ist Gustav. Der König von Hyrule aus ferner Vergangenheit. Ich überreiche dir dieses Fragment. Gehe zur großen Quelle von Hyrule. Dann wird sich ein Weg öffnen. Nee, das Schicksal, ja. Das Schicksal von ganz Hyrule liegt in deinen Händen, Kind. Hey, Glücksfragment erhalten. Na nu, der König von Hyrule hat aus der Vergangenheit zu uns gesprochen. Ich glaube, ich sollte die Finger weg von diesen Pilzen lassen. Die Quelle von Hyrule also. Wo mag sie nur sein? Hey, und wir werden rausgeportet. Schön. Und du willst nicht nochmal Fragmente vereinen. Schade, wäre zu schön gewesen. Aber leider will der Werteherr nicht nochmal. Naja. Okay, dann würde ich mal sagen, ne? Wir sind ja gerade quasi so am Ende des Parts. Also können wir das Ganze auch mal beenden. Und ich hoffe einfach mal, dass dieser Part euch damit so weit gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, meine Lieben. Macht es gut und ja. Ciao, ciao.